Lena von Essentials Nutrition hier. Heute im Video möchte ich mit euch die Nummer 1 Strategie teilen, um endlich dauerhaft zum Traumgewicht zu kommen, um dauerhaft abzunehmen. Denn was nützen alle Diäten, Spielereien, Shakes, Mittelchen, Pillen, wenn man danach wieder den Jojo-Effekt erfährt und einfach wieder das ganze Gewicht und meistens sogar noch mehr wieder zunimmt? Und es geht beim Abnehmen für mich überhaupt nicht in erster Linie ums Aussehen, sondern um die Gesundheit. Denn es ist ganz klar, es gibt einige Studien, es ist einfach bewiesen, dass Übergewicht zu vielen Krankheiten führt und damit definitiv direkt in Verbindung gebracht werden kann. Das heißt, wer übergewichtig ist, hat eine geringere Lebenserwartung, hat ein größeres Risiko an Herzerkrankungen zu erkranken, hat ein höheres Risiko für Diabetes, alle möglichen Krankheiten, Zivilisationskrankheiten werden eben begünstigt durch einen zu hohen Körperfettanteil. Um diesem Problem effektiv entgegenzuwirken, bedarf es eben einer Ernährungsumstellung. Das ist einfach das A und O, das muss sein. Und wie ihr das machen könnt, ganz einfach, ohne Diät, ohne Restriktion, ohne irgendwelche ganz komplizierten Diätpläne, das erzähle ich euch heute. Und wenn ihr danach noch Fragen habt und denkt, okay, das hört sich gut an, das ist auf jeden Fall was, was ich in meinem Leben tun sollte, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte, dann könnt ihr euch natürlich dafür entscheiden, mit mir ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Aber dazu sage ich später noch mehr. Also, fangen wir gleich an. Und zwar ist es möglich, sein Körperfett dauerhaft loszuwerden. Es ist möglich. Ich habe es etliche Male beobachtet und das ist einfach möglich, wenn man die richtige Strategie hat. Ihr müsst auf keine Kohlenhydrate verzichten, ihr müsst keine Kalorien zählen, ihr müsst keine komplizierten Diätpläne verfolgen. Es gibt eine ganz einfache Strategie. Und dazu möchte ich mit euch über die rohvegane Ernährung sprechen, die Rohkosternährung. Denn das ist in meinen Augen und auch nicht nur in meinen Augen, es ist einfach die logischste Ernährung, die natürlichste Ernährung, die für den Menschen gemacht ist. Denn keine andere Spezie auf diesem Planet Erde kocht ihr Essen und keine andere Spezie hat Zivilisationskrankheitsprobleme oder Übergewichtprobleme. Und deshalb sollte allein dieser Grund uns schon zum Nachdenken anregen, denn würden wir einfach das Essen zu uns nehmen, das für uns gemacht ist, das die Natur für uns Spezie Mensch vorgesehen hat, dann gäbe es keine Probleme. Gäbe es einfach keine Probleme in der Hinsicht. Und ich verstehe auch jeden, der da trotzdem jetzt noch überfordert ist. Denn wir leben nun mal in einer Zivilisation, die sich komplett von der natürlichen Lebensweise entfernt hat. Und ja, es wird alles immer schnelllebiger und alles immer mehr auf Profit. Und die Nahrung bleibt auf der Strecke. Die Ernährung ist einfach nur, muss nur noch schnell gehen. Die großen Konzerne wollen daran Geld verdienen und die einzelnen individuellen Menschen werden vergessen. Und man weiß dann auch nicht mehr, was man glauben soll, weil man natürlich so viel angedreht bekommt und weil man so viel von jeder Ecke erzählt bekommt und jeder sagt was anderes und man ist natürlich überfordert. Und dann führt es dazu, dass man ja einfach verzweifelt ist, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll. Und jeder sagt was anderes und dann wird es einfach nichts, weil man keine richtige Strategie hat. Und dann kann es natürlich sein, dass man sich unwohl fühlt im Körper und dass man sich auch bei sozialen Events oder so nicht mehr wirklich traut, vor die Leute zu gehen und auf Fotos und man versucht immer irgendwie sich zu verstecken, irgendwie die Problemzonen zu kaschieren und das ist einfach mühsam, würde ich mal sagen. Und wenn man so dauerhaft leben muss, das ist einfach, es ist eine Last. Es ist einfach eine Last. Auch natürlich gibt es Menschen, die übergewichtig sind und sagen, sie sind mit sich total zufrieden und haben sich mit ihrem Körper abgefunden und das ist auch wunderbar, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es dann eben darum geht, dass die Gesundheit gefährdet ist, dann kenne ich da nichts. Also dann sollte man wirklich, ja, eingreifen. Denn wir wollen ja alle eine blühende Gesundheit erleben. Was jetzt bei vielen Menschen im Kopf so festgesetzt ist, ist, dass wir auf Kohlenhydrate verzichten müssen, böser Zucker und wir sollten stattdessen viel Eiweiß, viele gesunde Proteine und viele gesunde Fette zu uns nehmen. Jetzt ist das Problem damit aber, dass Kohlenhydrate nicht gleich Kohlenhydrate sind. Und viele denken dann, sie müssten jegliche Kohlenhydrate vermeiden. Und darunter fällt natürlich auch schlimmerweise Obst. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann. Vor allem, wenn man zu einem
gesunden Körpergewicht und überhaupt zu einem gesunden Körper kommen möchte, wenn man kein Obst konsumiert, ist das quasi ja, relativ unmöglich. Weil Obst ist das ultimative Nahrungsmittel für uns Menschen. Wir sind gemacht, um Obst zu essen. Wir sind Frugivore von unserer biologischen, anatomischen Beschaffenheit. Und das kann man einfach nicht ja, in Frage stellen. Und daran müssen wir uns halten, wenn wir gesund sein wollen. Und deshalb möchte ich euch heute mit diesem Video nochmal ermutigen, auf gar keinen Fall auf Obst zu verzichten, egal was irgendjemand sagt. Und natürlich gibt es Kohlenhydratdiäten, die kurzfristig funktionieren, weil man einfach entweder in einem starken Defizit ist oder weil man eben durch die Ketonkörper, die sich im Körper dann bilden, weil der Körper muss dann mit Schwerstarbeit aus Fett und Eiweiß Kohlenhydrate herstellen, weil ohne Kohlenhydrate können wir nicht leben. Das ist einfach unsere Nummer eins Energiequelle. Der Körper braucht Kohlenhydrate. Und wenn wir ihm die eben nehmen, natürlich kann es dann kurzzeitig zu extremem Gewichtverlust führen, aber langfristig eben führt es auch zu extremem Verlust der Gesundheit. Und das würde ich überhaupt auf gar keinen Fall empfehlen. Ihr werdet euren Körper damit übersäuern. Ihr werdet richtig schlimme gesundheitliche Probleme bekommen, wenn ihr keine gesunden Kohlenhydrate zu euch nehmt. Und deshalb ist es ganz wichtig, genug Obst zu essen. Um euch jetzt einmal kurz einen Überblick zu geben, wie ihr die Ernährung gestalten könnt, wie ein Tag zum Beispiel aussehen kann, um gesund Gewicht zu verlieren und um ein gesundes Gewicht zu erhalten. Das erkläre ich euch kurz. Und zwar sollte ein Tag immer nach der Fastenphase der Nacht mit hydrierenden Lebensmitteln starten. Und zwar brecht ihr euer Fasten mit Obst. Und das sollte dann am Morgen am besten wasserreiches Obst sein, wie zum Beispiel vor allem im Sommer jetzt sind Melonen absolut perfekt. Perfekt, um das Fasten zu brechen. Ihr werdet hydriert, ihr bekommt alle möglichen Vitamine, Ballaststoffe, gesunde, einfache Kohlenhydrate, die direkt vom Körper verwertbar sind. Ihr werdet euch damit nicht überfüllt fühlen. Ihr habt immer noch Kraft, um euren ganzen Tag durchzuziehen. Ihr könnt energetisiert durch den Tag gehen und ja, es gibt einfach kein vergleichbares Lebensmittel, das euch so gut fühlen lässt wie Obst. Deshalb, erste Mahlzeit des Tages startet ihr mit Obst. Und jetzt nicht denken, ein Apfel reicht, weil das ist keine Mahlzeit. Ihr müsst natürlich schauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel vorher ein Ei mit einem Brötchen und Käse und Wurst und noch einen Quark vielleicht gefrühstückt habt, dann waren das eventuell 700, 800 Kalorien. Und wenn ihr darauf kommen wollt mit Obst, müsst ihr natürlich eine entsprechende Menge zu euch nehmen. Denn Obst natürlich ist kalorienärmer als verarbeitete Lebensmittel oder tierische Produkte. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ihr da euch auch mal am Anfang klar darüber werdet, wie viel ihr eigentlich essen müsst, um auf eure Kalorien zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Frühstück aus Wassermelone habe, dann esse ich mindestens 1,5 bis 2 Kilo Wassermelone, um auf meine Kalorien zu kommen. Und das ist eben der Schlüssel zum Erfolg. Esst genug Obst, damit ihr satt seid und damit ihr diesen Lebensstil langfristig durchhalten könnt und langfristig euer Gewicht halten könnt. So, dann kommt es zur Mittagszeit. Viele brauchen dann keinen Snack mehr, weil man wirklich von diesen hydrierenden Lebensmitteln satt ist. Durch die Ballaststoffe, durch die Nährstoffe ist dem Gehirn auch signalisiert, okay, ich habe alle Nährstoffe, ich brauche nichts mehr, ich bin versorgt, wunderbar. Und dann habt ihr auch nicht das Bedürfnis zu snacken, aber falls ihr doch irgendwie was zwischendurch wollt, immer zu Obst greifen. Immer Obst, geht immer. Dann als zweite Mahlzeit des Tages, das ist für die meisten dann so ja, um die Mittagszeit herum, da empfehle ich dann schon die etwas süßeren, dichteren Obstsorten, die euch wirklich nochmal gut mit Kalorien versorgen. Das können Bananen sein, das können Mangos sein, das können Feigen sein, das können Datteln sein und das kann natürlich auch kombiniert werden mit Grünzeug. Zum Beispiel könnt ihr euch grüne Smoothies mixen oder Bananeneiscreme machen oder einfach ja, Bananen mixen mit Datteln zu so einer Bananenmilch oder noch ein bisschen Kokoswasser mit rein. Oder ihr macht euch aus süßem Obst einfach eine Schale und übergießt die mit Bananenmilch wie ein Müsli. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber haltet euch mittags an das süße Obst. Jetzt gibt es natürlich auch die Menschen, die nur zweimal am Tag essen, so wie ich, weil sie entweder ja, einfach sich über Jahre hinweg dahin gearbeitet haben, um dem Verdauungssystem eine Pause zu gönnen und auch das intermittierende Fasten durchführen. Und wenn ihr dann
die zweite Mahlzeit des Tages zu euch nehmt, dann startet ihr auch mit Obst und schließt dann die Mahlzeit ab mit einer gemüsesalatlastigen Mahlzeit, damit ihr dann auch die Mineralien und ja, ganzen Ballaststoffe und natürlichen Salze und so aus dem Grünzeug bekommt. Und wenn ihr ganz normal dreimal am Tag esst, wie die meisten das gewohnt sind, dann wie gesagt das süße Obst am Mittag und am Abend dann eure Salat- und gemüselastige Mahlzeit. Das können große Salatschalen sein und wieder wichtig zu beachten, die Mengen. Ihr müsst wirklich essen, als wäre das ein Salat für eine ganze Familie. Und ihr könnt euch Zucchini-Nudels machen, ihr könnt euch Rohkost-Lasagne machen, indem ihr Zucchini-Scheiben einfach ganz dünn aufschneidet und dann mit Tomatencreme schichtet und ein bisschen Tahin und Nussmus kann man nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten und schaut da auch gerne bei meinen Rezeptbüchern vorbei. Meine ganzen E-Books, die versorgen euch auf jeden Fall mit Rohkostrezepten, die euch ja einfach nähren, sättigen und dauerhaft für Erfolg einfach gemacht sind. Das ist einfach so. Ich lasse den Link zu den E-Büchern auf jeden Fall unter der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr da mal nachschauen, damit ihr mehr Inspiration habt, weil das ist auch eine ganz wichtige Sache. Man braucht Inspiration, man braucht Ideen und dann macht das Ganze auch Spaß. So, und wenn ihr diese Strategie verfolgt, hydrierendes Obst zum Frühstück, süßes, dichteres Obst zum Mittagessen, Salat, Gemüsemahlzeiten zum Abendessen mit geringen Anteil an Fetten wie Avocado, Oliven oder Samen, Nüsse, dann besteht quasi keine Möglichkeit, dass ihr übergewichtig seid. Dann besteht die Möglichkeit nicht, dass ihr zwischendurch Heißhungerattacken bekommt und irgendwie Lust auf Schokolade oder Süßes habt. Ihr habt dann keinen Bedarf mehr, irgendwie Kaffee oder andere Stimulantien zu konsumieren, weil euer Körper, wie gesagt, komplett mit Nährstoffen versorgt ist. Ihr habt keinen Bedarf, zu späten Fressattacken zu neigen, weil ihr komplett mit den Nährstoffen versorgt seid. Ihr satt seid wegen dem großen Volumen, dem hohen Ballaststoffanteil und ihr einfach auch befriedigt seid durch das viele, viele gesunde Obst, was euch die guten Kohlenhydrate liefert. Also es ist einfach eine Win-Win-Situation, dieser Ernährungsstil, und der funktioniert einfach. Er funktioniert, weil wir Menschen dafür gemacht sind. Und wenn ihr jetzt dazu noch Bewegung integriert, was leicht sein wird, weil wenn ihr euch so ernährt, werdet ihr einen Bewegungsdrang spüren, auf ganz natürliche Weise, weil ihr eben durch diese nährstoffreiche Ernährung so energetisiert werdet und so vital euch fühlen werdet, dass ihr wirklich den Drang habt, euch zu bewegen, was eben auch wiederum in der Natur des Menschen liegt. Wir sind Läufer, wir sind Bewegungsmenschen. Wir müssen uns bewegen, um dauerhaft gesund zu sein. Und Bewegung regt auch alles an. Und deshalb ist es ja eine Sache, die zur Ernährung dazugehört, und das geht Hand in Hand. Genau. Und wenn ihr jetzt diese Strategie wirklich verfolgt, dann glaubt mir, die Dinge werden sich ändern ganz schnell und ihr werdet langfristig einfach ein gesundes, schlankes Leben führen. Genau, und wenn ihr aber da jetzt noch Probleme habt und denkt, ja okay, klingt alles gut, aber ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll, dann wie gesagt, lasse ich in der Beschreibung den Link zu meinem kostenlosen Erstgespräch und dann schauen wir einfach, wo ihr momentan steht und was es braucht, um dorthin zu kommen, wo ihr so gerne sein würdet. Ja, das ist ganz wichtig und das machen wir zusammen, das macht mir Spaß, ich helfe euch da gerne dabei. Und wie gesagt, ihr könnt auch auf meiner Webseite vorbeischauen wegen E-Büchern und da gibt es noch ganz viele andere Informationen. Und dann schaffen wir das zusammen, ganz klar. Ich freue mich immer über jeden, der mich kontaktiert und dann sehen wir mal, was für euch möglich ist. Und ich bin ganz sicher, da ist ganz viel möglich. Also, dann sehen wir uns im nächsten Video und macht's gut. Bis dann. Ciao.